Ja, wollte eigentlich hier ein bisschen was in der Basis machen. Hab gerade ein Lagerfeuer aufgebaut, ein bisschen in den Kühlschrank getan und siehe da, da oben sind schon wieder rote Manneken, die uns angreifen wollen. Das heißt, wir müssen uns wieder darum kümmern, einen Angriff abzuwehren. Alles klar, Logo schauen und dann um Großbildschirm, ne? So, dann wollen wir mal gucken, ob wir da irgendwen finden, der hier. Warte mal, wir haben ja jetzt schon mal eine Armbrust, die ja ein bisschen besser ist. Vielleicht können wir jetzt auch noch schon mal in die Nähe hier kommen und dann gezielt jemand da unten. Den müssen wir da hinten noch kriegen, aber irgendwie. Das Laden dauert ziemlich lange, ne? Der läuft dann an mir vorbei, ne? Da haben wir ihn erwischt. Zwei waren noch unterwegs eigentlich, oder? Tja, ich glaube, die werden nicht kommen. Was haben wir denn hier so zu? Goldmünzen, minderwertige Munition, kleine Palseele und Palsphäre. Hier haben wir nochmal Palsphäre und Goldmünzen. Und da drüben haben wir das gleiche nochmal. Und was war das dritte? Sturmgewehrmunition. Okay, und Megasphäre. Das waren vier eigentlich, ne, oder? Ah ja, da sind zwei und da sind zwei, dann sind es vier. Okay, passt das. Ja, und die anderen werden wohl nicht mehr kommen, ne? Sind schon weg, ja, sind schon respawned oder wie man das auch immer nennt, despawned. Gut, das heißt, wir ja, sind jetzt nicht gerade viel weiter. Ja, haben wir noch einen schicken Speer, dann haben wir eine Spitzhacke, Hacke. Hier werden. Ah, okay, er baut Pfeile, dann lasse ich ihn mal draußen. Jetzt können wir gerade gucken, dass wir unsere Ausrüstung wieder repariert kriegen. Dafür brauchen wir Nägel. Okay, das kriegen wir auf der anderen Werkbank vielleicht gemacht. Nee, doch geht, weil die Schraubenzieher schon fertig sind. Das heißt, wir machen mal gerade hier Nägel. Weg und doch Rezept wählen habe ich jetzt blöderweise wahrscheinlich nicht ausgewählt. Und dann werden hier die Nägel gemacht. Okay, er macht doch die Nägel hier oder? Ja, er kommt gerade drüber, ich weiß nicht. Ich brauche erstmal zwei Nägel, um meine Rüstung fertig zu machen. Das ist mir jetzt wichtig. Ah, der baut auch noch mit. Ich glaube, dann kann ich nämlich meine Rüstung schon fertig machen. Hier können wir gerade noch einen Bahn einsammeln. Können wir noch weitere bauen? Nee, da haben wir nichts. Dann soll das erstmal gut sein. Rüstung fertig machen. Die Armbrust reparieren. Wieso? Ich brauche einen Nagel. Ja, ich habe aber gerade zwei gemacht oder ich habe sie nicht mitgenommen wahrscheinlich. Das wird das Problem sein, ja. Gut, dann nochmal hier jetzt an die Werkbank und den Nagel dann dafür zum Reparieren haben. Gut, wir sind wieder fix. Wir haben hier die Möglichkeit, jetzt noch Sachen zu machen. Den Sattel haben wir, dann Zellerei, Handschuhe, das ist Handschuhe, vorsichtig greifen von Zellerei ermöglicht es dir, wenn Zellerei im Team ist, es als Gleiter zu benutzen. Ich glaube, wir haben einen, ne? Stoff brauchen wir 5, Palsaft brauchen wir 3, wir haben 3. Was haben wir hier? Da braucht man keinen Palsaft, da braucht man auch keinen Palsaft. Das heißt, ich würde den tatsächlich bauen, um den Gleiter mal auszuprobieren, ob das taucht. Oh, der dauert aber lange. Und den macht keiner, oder wie sehe ich das? Ah, doch, jetzt kommt da der Pengolett. Wäre schön, wenn das mehrere helfen könnten, weil das dauert sehr lange. So, jetzt haben wir diesen Handschuh. Jetzt würde mich nur interessieren, wie es funktioniert. Wir haben ja gerade den Gleiter draußen. Haben wir den überhaupt mit? Nein, den haben wir nicht mit. Das heißt, wir müssen an die PAL-Box, um das umzustellen, weil da will ich doch wissen, wie gut der ist oder nicht gut der ist. Wo ist der Pengolett jetzt? Da ist er. Ne, das ist ja eine Zellerei. Jetzt ist die Frage, gegen wen wir das machen.
176 zu 140. Ich weiß nicht, wie gut man den als Gleiter benutzen kann, ob der den Rochechouart besser ersetzen würde. Frohack ist. Er hat Düsterwelle mit 55, er hat 40. 55, 45, er hatte 40, 45, der ist also der bessere. Entweder Kativa kommt raus oder Fuak kommt raus. Er hat Level 12 und sie hat Level 16. Ich glaube, sie können wir besser hier lassen, weil die könnte hier dann noch was arbeiten, weil das hier ist doch 15 und sie ist 16. Oh, wir haben sogar noch einen Platz frei, sehe ich gerade. Das war auch keine geschickte Sache, ne? So, dann Zellerei mit Level 4 haben wir jetzt dazu genommen. Reisewindgleiter. So, jetzt bedeutet das, dass wir hier mal weggehen. Den Dingens, den einen Pal, ah nee, das war jetzt verkehrt. Den Gleiter rausholen. Da ist er. Und jetzt, was macht er? Pinkelt er erstmal drauf oder wie sehe ich das? Und wie kann ich ihn aktivieren mit F? Reisewindgleiter. Ich kann den auswählen, aber was passiert dann? Wie kann ich denn auf ihn drauf gehen? Hey, jetzt lauf hier nicht so rum, ne? Ach so, funktioniert er. Okay. Das bedeutet, ich springe jetzt hier runter. Und versuche mal hier so lang zu fliegen, oder? Und dann schauen wir mal. Also, keine Ahnung, ob er. Ja, die Ausdauer ist meine Ausdauer immer noch, ne? Hat es jetzt nicht so wirklich gebracht, meines Erachtens, oder? Irgendwo ist hier ein Jingle am Laufen. Der ist so riesengroß, was kann ich gegen den tun? Ah, leider ist er komplett kaputt. Weil die Armbrust ziemlich gut ist, ne? Wie man gerade merkt. Tja, das ist schlecht eigentlich, ne? Hier ist Eisen. Brauchen wir. Wieso kann ich denn jetzt nur noch 300 tragen und nicht mehr 350? Was hat sich geändert? Dadurch, dass ich jetzt einen anderen Pal mitgenommen habe? Das wäre jetzt der Hammer, oder? Ja, aber auch selbst so ist ja traurig, ne? Jetzt sitzt trotzdem nicht schneller voran, obwohl ich jetzt hier ein Reittier habe. Da müsste ich doch mehr tragen können. Boah, ich glaube, darunter bringt es auch nicht. Kann ich gleich direkt hoch, oder? Weißt du was? Macht ja anders keinen Sinn, ne? Was können wir hier rausschmeißen? Ich habe gleich wieder alles viel zu viel mitgenommen. Er hat doch schon wieder Hunger, hier sehe ich doch schon. 300 tatsächlich nur. Was hat sich geändert, das ist die Frage, ne? Was können wir hier wegschmeißen, was 14 Kilo hat, ne? Das kann raus. Ich weiß nicht, wo die 50 Kilo hin sind, die ich hatte. Antikes Bauteil. Eine Zündkerze.
Extrem wertvoll und begehrt, ja, das glaube ich auch. Zwei Stück sogar, kann man zwei Zylinder mitmachen. X-Fähre habe ich jetzt aufgenommen. Jetzt nehme ich nochmal das Eisen auf und mache da jetzt nochmal die Hälfte raus. Mache da nochmal die Hälfte raus. Und die Hälfte werfe ich ab und naja, ich hätte noch sechs mehr mitnehmen können. Komm, wir gehen hoch. Das war jetzt nicht so doll und ich brauche nicht so einen Gleiter. Ich müsste einen haben, der mich hochbringt. Auch gleichzeitig einen richtigen Vogel und nicht einen Gleiter. Das heißt, das wird erstmal nicht funktionieren, ne? Und mit meiner Armbrust kann ich diese kleinen Viecher hier schon alle nicht mehr umlegen, also das bringt auch nichts mehr. Und ich kann jetzt gucken, dass ich die, wie heißt sie, Captiva hieße, glaube ich, die Katze erstmal wieder reinnehme. Weil mit der Katze könnte ich wahrscheinlich dann vielleicht die 50 Kilo mehr tragen. Müssen wir mal schauen. Jetzt beim Reiten nicht möglich. Ja, ich will doch gerade absteigen. Schlammschuss. Oh, ich muss länger drücken, okay. So, Palbox. Das war hier Kativa. Die tue ich jetzt mit dem da tauschen. Aber dem im Lager zu haben, ist glaube ich nicht so sinnig. Jetzt muss ich dann nur überlegen, wen ich von den ganzen vielen Pals da noch reinsetze. Was kann er denn hier noch? Holz machen. Nee, das war falsch. Ich muss so und dann so machen. Und dann schauen wir mal, wie der das Holz macht. Das sieht schon mal gut erstmal aus, ne? Und der ist auch fix, der kann es auch. Das ist schon mal gut, dann kriegen wir hier schnell Holz. Das ist schon mal eine gute Sache. Zack, jetzt müssen wir hier nur Sachen rauswerfen erstmal. Na, die Zündkerze geht da natürlich nicht rein. Das geht hier aber rein. Nägel sind hier auch nicht drin. Was ist das denn? Seltene Feder haben wir auch noch gefunden. In der Kiste ist nichts mehr reinzutun. Ah, das ist, da ist die Munition dafür und das ist noch andere Munition, okay. Und der Rest ist jetzt nicht hier reinzumachen, oder? Während das Holz in die erste Kiste gehörte, ne? Walsphäre mache ich mal hier rein. Ne, die ist dann auch nicht in dieser Kiste. Haben wir auch schon mal irgendwo hier. Die Münzen kommen hier rein. Da kommen die Feder dann da rein. Beziehungsweise ich würde wahrscheinlich lieber doch die Munition hier rein tun. Weil wir schon eine Munition hier haben. Hier war noch Holz reinzumachen. Und dann gehen wir an die Kiste. Da haben wir noch ein. Okay, dann können wir sogar was ableveln. Das heißt, das lassen wir hier. Hier haben sie wieder Holz reingeschmissen. Ne, das lass hier. Die Kerze kommt da rein. Ja, die machen alles hier so kreuz und quer rein, ne? Nägel, die Feder kommt hier rein. Das Holz kann auch da raus. Das kann auch da raus. Hier sind die Sphären drin und die schmeiße ich da erstmal rein. Also irgendwann brauchen wir die bestimmt, aber momentan würde ich jetzt sagen, erstmal nicht. So. Und dann muss ich, glaube ich, an die erste Kiste, um das Zeug hier noch loszuwerden. So, jetzt haben wir noch das Ei, das gehört in den Kühlschrank. Oh. Da rein. Ja, ich glaube, das wird langsamer, ne, schlecht. So, hier können wir jetzt mal ein Rezept gerade machen, das Zeug hier. Beginnen wir mal. Ah, die Beeren sind da noch ewig dran, ne?
Die kriege ich schnell selber hin, das geht ja fix. So, erhalten. Was kann ich denn jetzt hier noch drin machen? Spiegeleier. So, fertig werden. Hat der genug zu tun, denke ich, oder? Können wir hier was machen? Ja, die schwache Medizin, aber ich glaube, die brauche ich jetzt noch nicht. Vielleicht mal irgendwann, aber jetzt gerade nicht. So, hier können wir auf jeden Fall was anstoßen. 7 Stück sind es nur, okay. Die Nägel sind noch fertig. Ich glaube, wir können noch ein bisschen Stoff mal brauchen. Und sonst sehe ich jetzt nicht, dass wir hier noch was machen müssen. Wie viel Stein hätten wir denn? 145. Produziere das da mal. Jetzt gehen wir hier hin. Ich habe nicht genug, um selber abzuleveln. Aber er hier können wir ableveln. Wir haben 6 Punkte. Angriff. Verteidigung. Maximale LP. Ja, weiß ich nicht. Wenn ich zurücksetzen mache, was heißt das? Ah, dann kriege ich die Pal-Dingens hier 5 Stück wieder, muss aber 5000 bezahlen, okay. Und dann habe ich aber ziemlich viel schon, glaube ich, weggeschmissen, ne? Kann das sein? Was ist hier mit plus 4? Schweinegalopp 55. Ich glaube, das ist das, was wir letztens gesehen haben mit dem F-Taster. So, wir haben 6 Punkte. 3. Ich würde sagen, wir machen einen hier. Ja. Machen wir Arbeitstempo ein höher. Nee. Verteidigung oder maximal? Machen wir maximale LP. So. Und den letzten Punkt, den sparen wir auch für die nächste Aktion. Ja. Haben wir das erst hier, ne, oder? Das läuft. Haben wir schon was mit Reparatur noch nötig? Ja. So, da sind wir fertig. ...18 Pfeile noch dazu nehmen. Was können wir noch bauen? Vielleicht diese hier, ne? Dann haben wir noch ein paar Pfahlsphären. Und hier brauchen wir jetzt einen Kochtopf, ein Weizenfeld und eine Mühle. Das wollten wir im neuen Lager bauen eigentlich, ne? Welches wir noch nicht gefunden haben, beziehungsweise noch nicht genau geklärt haben. So. Da wird auf jeden Fall alles gemacht. Es ist auch schon fast dunkel. Eigentlich macht es Sinn, erst zu schlafen, bevor wir dann losreisen. Ne? Er macht Essen, okay. Komm, gehen wir eine Runde pennen. So, jetzt können wir hier schnell Reisen machen. Und dann ist die Frage, wohin. Also hier unten kann man noch irgendwo weiter gucken. Vielleicht sollte man in diesen Bereich mal gehen, weil wir sind ja von hier so, glaube ich, runtergegangen, ne? Ich denke, wir gehen mal durchs kleine Dorf darüber. Da ist das. Das ist nur die Frage. Das ist also die falsche Richtung, das heißt, wir müssten nach da. In diese Richtung. Ist das jetzt so richtig? Ja, das ist unser Weg. Da oben ist eine Riesenbrücke. Und da links ist auch so eine schöne Statue, dass wir ableveln können. Schon mal ein gutes Zeichen. Weiß gar nicht, wie wir brauchen, um wieder abzuleveln. Meines Erachtens waren wir hier aber schon.
Aber wenn die respawnt, ist das auch nicht verkehrt, ne? Und jetzt müssten wir eigentlich nach rechts, aber rechts geht nicht, weil die Brücke ist es. Oh, guck mal hier. Noch einer, sehr schön. Ach, ich habe jetzt wieder die falsche Taste erwischt. Wieder eine Sphäre umsonst weggeschmissen, ne? Er steht da wie so ein Denkmal. Der greift uns aber nicht an, oder? Doch, die würden uns angreifen. Die sind von Natur aus aggro. Sind da jetzt aber unten geblieben. So, was sagt die Map? Wir sind jetzt auf dieser Brücke und gehen dann in einen neuen Bereich. Da ist ein Feuer. Keine Ahnung. Ist das mein Feuer? Ich glaube nicht, ne? Hier war doch so ein Lager auch, glaube ich. Auf jeden Fall waren hier auf der Brücke irgendwelche Wilderer, meine ich. Also unsere Armbrust, die taucht schon, ne? Wo ist denn noch einer jetzt hier? Ich höre doch immer noch was. Ich sehe aber keinen mehr. Was ist das hier für einer? Habe ich den jetzt gekriegt? Ja. Du bist einen Pal gefangen. Du hast einen Pal gefangen. Gib man Joltor Christ einen Stoß, setzt es in seinen Körper gespeicherte Kälte frei, die Angreifer. Okay. Ja, können wir jetzt erst hier noch einsammeln gehen, ne? Können wir hier kochen? Nee. Hier gibt es auch noch wieder Munition und so. Dann gehen wir mal hier hoch. Ah, ein Baum auf dem Geländer hier. Auch cool, ne? Hier gibt es noch mehr Munition und so. Ich glaube, wir sind schon durch das Lager dann durch, ne? Größer war das wohl nicht. Lass uns hier nochmal gerade vorbeigehen, weil hier ist ja auch so ähnlich was, ne? In diesem Waldgehege, aber naja. Da war wohl nichts zum Sammeln, würde ich sagen. Gut. Ist hier unten drunter irgendwas? Das ist nix. In den Zelten ist auch nix, oder? Ne. Das heißt, wir sind hier schon durchs Lager durch und gehen jetzt weiter hier schauen. Kommt mir so vor, als ob jetzt hier gleich so ein neuer Punkt sein muss, ne? Und da oben ist einer von diesen, die ich schon immer haben wollte. Ist auch gut, dass nur. Nein, es kommen beide. Warte, ich muss den rausholen. Ah, jetzt macht er mir den kaputt, ne? Ich glaube, da brauche ich die andere Sphäre für, die ich leider jetzt nicht mit habe. Hier gibt es zweimal Leder, das nehmen wir mal mit. Und da gibt es nichts, okay. Holen wir den wieder rein, das bringt nichts, der macht uns ja alles kaputt dann. Ja, aber fangen muss ich von denen noch einen, ne? Was ist das denn für einer? Ist das der, den ich befreit habe, glaube ich, oder? Ja, wir müssen auch erst zu Kräften kommen, bevor wir da irgendwo hinlaufen, sehe ich gerade. Eigtürk gönnt sich ein Päuschen. Hier ist noch eine Kugel, die ich wahrscheinlich weggeschmissen habe. Manchmal sieht man ja sowas Grünes irgendwo stehen, ne? Dann kann man das aufsammeln. Vielleicht sollte man beim nächsten Mal den Speer dann versuchen, aber naja, das bringt ja bei den Viechern nichts, weil die waren zu stark.
Ja, und hier ist so ein Canyon. Wenn ich dran komme, das ist die Sache. Das sieht schick aus da unten, ne? Ach, guck mal, unsere Freunde da drüben. Der eine wäre ein Achter. Vielleicht kriege ich den in der Kugel. Was sagt denn die Karte? Wo sind wir denn jetzt? Hier sind wir. Ich glaube, wir sind immer hier runtergegangen, da lang und dann hier durch. Da waren wir schon, ne? Oder? Ich bräuchte aber so eine Schnellreisegelegenheit. Aber hier waren wir definitiv noch nicht bei diesem komischen Gebilde. Da sind zwei Melpaka. Das sind Tamsees. Sehe ich hier irgendwo einen Reisepunkt? Der wäre jetzt wichtig. Nochmal Karte. Das ist auf jeden Fall irgend so eine Festung. Da ist das Feuer drin. Piraten oder sowas Flagge. Was ist das außenrum? Blumen oder was ist das hier? Hm, keine Ahnung. Ich brauche einen Schnellreisepunkt jetzt eigentlich. Da hinten ist was Grünes, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Damit leveln wir ja. So, wie kommen wir weiter, ist die Frage, ne? Da ist ein Schnellreisepunkt. Das heißt, ich muss nach da. Wie war mein Blick aufs Wasser so, oder? Das heißt, hier hinter muss der Schnellreisepunkt sein. Wo ist der Schnellreisepunkt, bitteschön? Da hinten. Okay. Da ist noch so ein Joltok. Ah, toll. Zack, ich gehe mal hin, kommst mit. So, dann sind wir erstmal wieder im Lager. Müssen gucken, dass wir hier wieder ein bisschen was zurechtkriegen und sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Und dann hoffe ich, dass wir nächstes Mal dann auch irgendwo das Lager machen, ne?